Hi Leute, ich wünsche euch mal wieder einen schönen Sonntag. Wir gucken uns wieder ein paar kurze Gruselfilme an und jetzt viel Spaß damit. So, wir starten mit Ram von Barry Hatchett Productions. Viel Spaß. Large Impact Thunderstorm. Das gefällt mir schon mal. Oh, ein bisschen Platz hier, dass man was sieht. Ja, es geht wohl um Rapid Eye Movement, um den Schlaf, um den Tiefschlaf. Wenn die Augen sich eben ganz schnell bewegen hinter den geschlossenen Lidern. Kennt man ja. Take your pills. Der kennt's nicht, an der Seite irgendwie so ganz abgeranzte Soßen schon stehen haben. Auch Sambal Oleg, sehe ich da. Im Hintergrund war bestimmt gerade die Freundin oder so. War nichts Schlimmes, könnte ich wetten. Babe. Ist für mich der größte Horror, dieser Standard-Klingelton übrigens. Babe. Schlimm. Why what? You're making me nervous. Warum hast du die Katze gegessen? Okay. Ram ist übrigens auch die Traumphase. Also. Abgestochen. Jetzt ein bisschen zu dunkel übrigens. Also ich hätte es ein bisschen besser ausgeleuchtet, sag ich mal so. Ja, wie du mir, so ich dir. Ist schon richtig. Und nicht wirklich abgestochen. Ich möchte mal ganz kurz sagen, ich finde diese Effekte, die nur der Zuschauer sieht, was Conjuring gemacht hat, finde ich nicht so cool. Das finde ich immer so ein bisschen so, warum darf ich das jetzt nur sehen und nicht der Charakter? Weil es soll ihn ja ängstigen und gruseligen. Wollte ich nochmal sagen, ich finde das immer ein bisschen, Oder wenn der Charakter so in die Kamera oder so an der Kamera vorbeiguckt und so hinter ihm, wo man gerade so die Stelle noch sieht, läuft dann irgendwas vorbei. Finde ich auch mal ein bisschen, Und das war's jetzt. Okay. Ich sag's immer gleich dazu, es kann sein, dass dieser Film jetzt gar nicht erst auftaucht. Wenn er auftaucht, haben wir Glück gehabt. Ich werde ihn spiegelverkehrt machen. Das heißt, ich werde es um 180 Grad drehen, das Bild. Ich bin also auch spiegelverkehrt. Also wundert euch nicht darüber. Das ist übrigens Run, Runner, Run von Screamfest, weil das ist so ein Festival. Und ich glaube, die mögen es nicht so ganz gerne, wenn man auf ihre Filme reagiert. Aber wir gucken mal, wie es ist, wenn ich das drehe um 180 Grad.
Musik gefällt mir schon mal. Cardio ist die Hölle. Das ist der Teufel. Ich werde es vielleicht zwischendurch mal wieder kurz flippen, dass es halt nicht erkannt wird vom Algorithmus. Also nicht wundern, ich sag's nur nochmal dazu. Hauptsache können wir darauf reagieren oder ich darauf reagieren und wir können das gemeinsam erleben. Besser so als gar nicht. Weil Screamfest hat echt paar nette Sachen für sich. Oh, das ist assi. Das, da hätte ich auch richtig Angst vor. Alter. Gerade in Amerika. Dass mal einer denkt, du bist jetzt freiwillig. Und nein, das ist nicht wie in Filmen, dass man dann weiterlaufen kann. Das sind krasse Schmerzen, glaube ich. Also ich hatte schon mal eine Klinge im Bein stecken und dann kannst du nicht mehr laufen. Hey, ¿qué te ha pasado? ¡Joder! ¿Pero qué te ha pasado? ¡Me ayuda! Tranquila, tranquila. ¡Me ayuda! Espérate. Ich glaube, da muss man nicht viel verstehen. Tranquila. Wie sagt der, soll Hilfe rufen? Alter. Ich mag's, es ist sehr kompromisslos auf jeden Fall. Einfach bam. Scheiße, ey. Polizia! Was zum Geier? Alter, ist halt ein Kind. Kinder. Mira, Papa, no le ha dado. Das finde ich total verstörend jetzt. Er ist doch eben rausgekrabbelt. Te lo dije, no está el suyo. No le has dado, no le has dado. No. Wow. Du kriegst gar nichts. Weil er den Typen erschossen hat. Und sie nicht. Jetzt weggekommen von da, das sieht man doch. Aber es gefällt mir, das ist bitterböse einfach. So eine richtig fiese Situation. Es ist halt auch richtig böse. Was machst du da, ne? Wenn du weißt, da rennt so eine Familie rum, die Leute abknallt. Und du hast halt gar nichts und bist auch noch verletzt. Oh, fies. Aber sie macht das auch echt gut.
Ich muss dazu sagen, ich liebe halt französische und spanische Filme, auch Horrorfilme ganz speziell. Liebe ich einfach. Die haben bei mir immer so einen Stein im Brett. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe jetzt auch so einen Film gesehen auf dem Fantasy Filmfest, den Vincent Must Die oder Vincent de Mourir oder wie der hieß. Auf Französisch war der halt mit englischen Untertiteln, aber der war auch gut. Der war sehr gut. Der hat mir direkt besser gefallen, nur weil er französisch ist. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde die Sprache so toll. Und Spanisch auch. Essen Sie ihn. Warum ist denn ihr Hemd zerrissen eigentlich? Weil sie, achso, sie ist ja auf den Boden gekrochen, vielleicht deswegen, aber... Okay, das waren nicht die Ersten. Fass es doch nicht... Alter, die sind immer noch weiter am Jagen, die kleinen Arschgeigen. Lauf doch weiter! Knallen ab! Ach, nicht den Fehlalarm weg. Ja! Schieß den Jungen! Diese kleine Drecksau. Mann, ey, das macht mich sauer. Ich meine, er kann ja vielleicht nichts dafür, aber... Er kann gut schießen. Ey, sie hat einen Krückstock. Ich hoffe wirklich, ich kann ihn zeigen, weil der gefällt mir extrem gut. Er ist toll gemacht, sie spielt das grandios. Und es ist vor allem realistisch. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie es ist, angeschossen zu werden, aber ich weiß, wie es ist, wenn man schon mal eine Klinge im Bein hatte. Du kannst halt echt nicht mehr laufen, weil es höllisch wehtut. Ist da nicht so die Wunderheilung, dass sie auf einmal rennen können und manchmal so ein bisschen humpeln? Nee, du kannst... Oh, wenn überhaupt, was sie macht. Und es tut schweineweh. Que tú no eres como ellos. Mira. ¿Ves? No tienes por qué hacerlo, ¿eh? Ja, deswegen ist es kein Arschkind. Anscheinend. ¿Cómo te llamas? Yo soy Laura. Y tengo una niña como tú, ¿sabes? Se llama Ana. Y le encantan las chuches. Mira. Mira. Tengo chuches, ¿eh? ¿Quieres chuches? Oh shit. Kleiner Scheißjunge. Harter Film, ey. Pero os parece bonito como os habéis puesto. Por Dios, si estáis directos para la lavadora ya. Ay, Dios, qué niños. Pero bueno, mujer, no te pongas así, hombre. Mete a los niños dentro, que tenemos que dar de cenar a esas bestias. Alter.
War gut, war sehr gut. Dann gucken wir uns das Smiling Abomination von Cosmic Films an. $15. Ey, krass, für so einen Spiegel. Direkt kaufen, das Teil. Wisst ihr, was ein Spiegel kostet? Der sieht nur noch gut aus. Ja, definitiv kaufen. Ich denn jetzt dahin oder dahin? Am besten so zwei Spiegel gegenüber aufhängen. Ist gar nicht verwirrend. Boah. Ich will gar nicht so lange überlegen, ne? Ich bin mir so der spontane Typ. Einfach aufhängen. Und wenn der Scheiße aussieht, Pech. So. Was das denn? Außerdem die Maske kenne ich leider schon aus einem anderen Film. Ich verstehe es gerade nicht. Ihr? Ich verstehe es leider gerade gar nicht. Achso, der ist im Spiegel. So, so. Aber der Schnitt eben, der hat überhaupt nicht wiedergegeben, was gerade passiert. Important to not hang with wire. Oh nein. Das war aber nachträglich eingefügt, hat man gesehen. Oder nee? Wie haben die das gemacht? Haben den Spiegel wirklich kaputt gemacht? Der schöne Spiegel! Lächeln ist für mich ein bisschen anders übrigens. Das Vieh hat nicht gelächelt. Das ist mir so Zähne fletschen. Alte Fletscher. Mit dem scheiß Spiegel los, denke ich, würde ich mir auch denken. Ich meine, es ist jetzt nicht Deutschland, aber darf man eigentlich Scherben in den Hausmüll? Muss das nicht irgendwie in die Flaschencontainer? Die Glascontainer? Ja, das ist der Deutsche in mir. Mülltrennung, ne? Ganz wichtig. Okay, den Shot finde ich jetzt wieder ganz cool. And he's gone. Nee, der ist er noch. Oh. Ich kenne die Geräusche meines Hauses nicht. Wie macht sie das? Sie schmeißt es in den Korb und sieht einfach schon gut gefaltet aus. Ich krieg das nicht hin. Das ist voll gemein. Das ist so gemein, wenn jemand das kann. Ich mühe mich da ab, falte meine Wäsche richtig ordentlich und sieht trotzdem scheiße aus. Ich bin Profi-Hausmann. Putzen kann ich, aber Wäsche falten...
Warum macht er eigentlich erst so ein Geschiss und versteckt sich die ganze Zeit, nur um sie jetzt so zu überfallen? Naja. Okay, das ist krass. Das ist krass. Oh, Kinder, erstmal alle Spiegel abhängen bei euch im Haus. Ja, war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Naja. Und der nächste Film kommt, Devil's Door von Social House Films. Haben wir auch schon mehrere Sachen gesehen, die haben eigentlich immer ganz nette published, würde ich sagen. Was? Ich spring die Dusche, die Tür ist offen. Komm her, wenn du hier bist, bevor ich fertig bin. Hä? Die sitzt halt echt mit Füßen im Waschbecken und zupft die Augenbrauen. Was? Falsche Nummer vielleicht? Gavin? Ich komme heute nicht vorbei. Was meinst du? Wir haben gerade am Telefon miteinander gesprochen. Nein, haben wir nicht. Aha. Haben wir wirklich nicht. Also ich komme wirklich nicht vorbei. Mit wem habe ich denn da gesprochen? War ich nicht? Ah, hast recht, war das LSD. Es war deine Stimme am Telefon. Du hast gefragt, ob du heute vorbeikommen könntest. Ich habe seit gestern nicht mehr mit dir gesprochen. Jemand ist hier. Ich habe gehört, wie die Gittertür sich geöffnet hat. Was? Die haben immer so eine Vortür, die Amis, oder oft. Mit Fliegengitter. Wer? Hör auf, mit mir Scherze zu treiben. Das mache ich nicht. Scheiße, sie haben gerade geklopft. Oh mein Gott. Tür ist offen. Wo bist du? Ja, zu Hause vielleicht. Oh, sowas finde ich auch cool. So dieser Google-Film oder Unfollowed, dieser Facebook-Film oder Skype-Film. Ich finde das oft sehr, sehr gut, muss ich sagen. Oh mein Gott. Weißt du, sowas kannst du nicht gebrauchen, wenn gerade irgendwo ein Killer rumläuft und es muss... Wow. Es war Tink. Was ist dieser Sound? Das kann man nicht gebrauchen, dass dann jemand anruft, weißt du, weil der Klingelton verrät dich ja dann. Also, wie doof ist das? Ach, du bist so ein Depp. Du bist der Schlimmste. Aber du hast einen süßen Hund und deswegen bin ich mit dir zusammen. Oh, was ein süßer Hund. Was? Total Stats. Hammerkerle. Was? Was heißt du mal YID? Also was? What you're doing? Achso, Augenbrauennotfall. Willst du ein Spiel spielen? Wie? Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Bloody Mary. Langweilig. Nichts passiert. Oh, willst du was Echtes? Wie wär's mit Devil's Door? Hä? So wie Bloody Mary, aber dieses Mal lädt man einen Teufel oder einen Dämon in das Zimmer ein.
Male eine Tür auf deinen Spiegel und dann klopf zweimal. Hört sich dumm an. Ich mach's, wenn du es nicht tust. Bisschen. Ich würde das, naja, alleine schon aus dem Grund nicht machen, weil mein Spiegel dann dreckig wird. Hat keinen Bock. Spiegelputzen ist scheiße. Das ist schlimmer als Fensterputzen. Da siehst du ja jedes Mal den Dreck, wenn du dann drauf guckst. Fenster? Naja, da guckst du nicht den ganzen Tag aus dem Fenster. Auch noch mit Lippenstift, ey. Diese Fettschmiere. Das ist echt. Ich wollte gerade sagen, es ist ja keine Tür, wenn es einen Knauf hat. Okay, das war gerade cool. Hat's echt gemacht. Nerd. Oh nein, jemand mit einer billigen Maske ist hinter ihm aufgetaucht. Wer ist das hinter dir? Ja, mach. Gut am Auge. Müsste ich gerade so einen Hautstreifen abreißen und das Augenlid rausziehen oder so. So Body Horror finde ich geil. Oh, dann auf mein Licht. Ah. Wow. Das ist geil. Das gefiel mir jetzt nicht, aber bisher gefällt es mir echt gut. Die Oma. Mann, Oma! Ich hab dich ja nicht umsonst ans Bett festgekettet. Devil's Door. Ja, gefiel mir gut. Das gefiel mir recht gut. Wie gesagt, ich mag diese Filme, die sich so über Chat oder über... ja, so moderne Medien eben, oder soziale Medien auch abspielen. Finde ich geil. Zum Schluss sehen wir Dead Man's Lake von Bloody Cats. Finde ich gut. Millennium FX. Bisschen laut. Basiert auf wahren Ereignissen. Ja, natürlich. Norfolk, UK, 1984. Natürlich, wahre Ereignisse ist ja jeder zweite Film, ne? Bloody Cats Presents. Oh, ich liebe schon mal den Look. Es sieht halt wirklich so aus. Ja, so ein bisschen 80er aus. Liebe ich ja solche Filme. Aber die haben keine Hair-Crimes-Frisur, das macht's mir ein bisschen kaputt. Man. You sure this is cool? Depends if we get caught. Nick. Not now, mate. Warum kommt er überhaupt mit? Ich meine, die sind ja offensichtlich ein Pärchen. Da finde ich so eine dritte Person immer so ein bisschen fehl am Platz. Grace. What? Did you bring a bottle opener? No, I brought cans. Knew you'd forget. I brought bottles. Nick! Have you got a bottle opener? I bought these. What did I say? Keep out. Private property. Trespassers will be shot. Ja, ich bin gespannt. Wie haben die Zelte hoch? Alter, die hat doch gar nichts dabei. Maybe. Fucking hell.
Just scaring some wildlife, not hurting anyone. Yet. Last one. Promise. It's August, not November the 5th. Yeah, whatever, mate. Sag mal. King Cobra, let's do this. Die haben so viel Zeug da mitgebracht. Yes! Ein Vogel, ey, so ein kleiner Pyromane, ha? Huh? You are aware that we could be sharing a sleeping bag right now. Painfully. Jeder Vampir jagt. Apollo Rolf war schon noch eine schöne Sache. Da war jedes Foto wertvoll. Das meine ich, warum ist der Typ dabei, ey? Wenn die da rummachen, wie peinlich ist das denn? Nick? Nick, do you wanna sort of... Nick? Look, this is gonna blow you away! How many has he had? Two. Ja gut, er ist halt einfach nur der Erste, der stirbt. Auch gut. Aber wie gesagt, warum? Wow. Last one's always a dud. Ja, mach Metallica. Okay, die Maske war cool. Help me! Oh. Alter! Nick! Nicky! Aber so schnell geht das nicht. Das Gesicht schmilzt. Das war Wodka. Ja, klar. Okay, du kannst einen Mensch mit so einem Stück Holz nicht einfach so aufspießen. Er hat ihm bestimmt gesagt, er hat Durchfall oder so. Ja, sorgt euch lieber um einen Fremden als um euren Freund, der gerade da mit einem verbrannten Gesicht liegt. Starb wie ein Krieger auf den Knien. Einige Zeit früher. Oh, interessant. Jetzt wird bestimmt gezeigt, wie der mit seiner Truppe da abgeschlachtet wird.
Sorgen um den von Screamfest. Aber mal sehen. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir einen Daumen da und wir sehen uns. Ich bin der Bruger. Tschüss, schönen Sonntag.